Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. Was ist neu bei Ford? Nutzen Sie das Angebot Service von Ford Huber Kapfenberg. Dieses Mal gibt es gleich zwei neue Modelle von Ford im Autohaus Huber in Kapfenberg zu bewundern. Zum einen den neuen Ford Puma, der sich vom sportlichen Cityflitzer der 90er Jahre zur Offroad-tauglichen Wildkatze entwickelt hat. Und zum anderen den Ford Kuga im komplett neuen Design. Erfahren Sie alles über PKW-Modelle, Nutzfahrzeuge mit den verschiedensten Antriebsvarianten. Beide Modelle sind mit den neuen, sparsamen und umweltfreundlichen Hybridmotoren ausgestattet. Den Ford Kuga gibt es auch als Plug-in, der bis zu 60 Kilometer Reichweite rein elektrisch fahren kann. Die neuen von Ford, Kuga und Puma, jetzt Probe fahren. Autohaus Huber, Kapfenberg. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Es ist schon lange kein Traum mehr, sondern die E-Mobilität wird die Zukunft. Alles über E-Mobilität von Kia, jetzt im Autohaus Huber, Nickersdorf. Wir stellen Ihnen heute unsere neuen E-Fahrzeuge vor, den Kia e-Niro und den Kia e-Soul. Die Fahrzeuge sind nicht nur wirtschaftlich, sondern haben auch wirklich Motorleistung. Wir haben beim Long Range 204 PS Elektromotor 395 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, diese Fahrzeuge sind nicht nur wirtschaftlich, sondern machen auch wirklich Spaß. Wenn man will, kann man das Auto auf einer Kreuzung loslassen. Es schnepft los wie ein Gummiringerl, Beschleunigung ohne Ende. Und wenn ich dann auch anders will, kann ich wirklich sparsam durch die Gegend fahren. Alle unsere Ausstattungen haben serienmäßig schon das 7 Zoll Media Display drinnen mit Navigation, die alle E-Tankstellen, also E-Ladestationen anzeigen. Und das Auto rechnet automatisch schon, wie weit kommen wir und wo kann ich am besten das nächste Mal tanken. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie begeistern. Vereinbaren Sie einen Termin bei Kia Autohaus Huber Nickersdorf. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich. Ich bin ja für Bier. Oder bin ich für Bier? Das Gösser Bierkleidung für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost. So früher, wenn's das nicht geben, da ist es. Gut, besser, Gösser Kracherl. In der steirischen Fußball-Landesliga geht es an diesem Wochenende in die 12. Spielrunde und da gibt es das große Derby TSV Leoben gegen SC Stadtwerke Bruck. Beide Mannschaften sind von den Punkten her nicht gesegnet. Wie gesagt, TSV Leoben auf Platz 12 hat 8 Punkte und der SC Bruck brachte es nur auf 5 Punkte. Folgedessen ist dieses Spiel immens wichtig. TSV Leoben gegen Bruck ist ein richtiges 6-Punkte-Spiel heute. Bei beiden Mannschaften fehlen einige Stammspieler. Bei Leoben nicht dabei Masovic, Batic sowie Mehmetovic. Und bei Bruck fehlt Gröblinger, da fehlt Glitschnik, Steflitsch. Der Schiri heute Kressel aus der Staffel Süd. Los geht's. Bruck gleich mit dem ersten Angriffsversuch und mit einem Flankenball. Leoben hat da bei diesem Blitzangriff der Brucker Glück. Beide Teams tasten sich mal so richtig ab. Admir Petzkovic im Leoben-Tor wird da bei Bruck Eckball gefordert. Bruck da in guter Schussposition, der Schuss geht aber daneben, verfehlt das Ziel. Sehr kampfbetont das Match schon bisher.
Beide Mannschaften haben ein paar gute Techniker in ihren Reihen. Von beiden Teams hätte man natürlich im Herbst mehr erwartet, aber da war auch viel Verletzungspech dabei. Bruck kombiniert sich da mal richtig durch. Der durchbrechende Erlsbacher wird da von Scharifi gestoppt. Für Scharifi gibt's Gelb. Gute Freistoßdistanz für die Brucker. Der Freistoß wird abgeblockt. Auch die Covid-19-Maßnahmen wurden bestens eingehalten. Brian Krikic entschärft da einen DSV-Angriff. Wieder Leoben mit Angriff. Naim Scharifi trifft da zum 1:0 für die Leobener in der 21. Spielminute. Glückliches Tor. David Hara holt sich da den gelben Karton. Dann mal ein starkes Bruck-Lebenszeichen und eine Doppelchance für die Brucker. Da muss man natürlich treffen. Leoben ist am Zug, Pass in die Tiefe. Appel wehrt da kurz einen Schuss der Leobener ab und Gina stellt da auf 2:0 für Leoben. Bitter für die Zrim-Truppe. Die Brucker Antwort ist nicht schlecht, aber im Abschluss, da klemmt's heute. Bruck ist spielerisch sicher ebenbürtig, vor dem Tor zu harmlos, zu umständlich. Leoben vor der Halbzeit noch mit einem Kopfball, Appel pariert, hält sicher. Mit der 2:0-Führung für die Leobener geht's vorerst in die Halbzeit. Lust auf zwei Thermenkarten, der Therme Aqualux Fenster. Ja, und ich habe eine leichte Frage. International hat eine österreichische Bundesliga-Mannschaft zugeschlagen, jetzt am Donnerstag. Was glaubst du, wen suche ich da? Ja, Salzburg. Der ja, aber ich suche einen anderen, einen Kärntner Verein. So wie WRC, Kärnten, Wolfsberger Verein. Genau, in der Euroleague, in der Gruppenphase. Und die haben gespielt in Holland, gegen wen? Ja, Rotterdam oder Amsterdam. Feyenoord. Feyenoord, Rotterdam, ja. Und ein Kicker von Wolfsberg, der hat auch in der Steiermark gespielt, der hat 3 Tore geschossen. Wer ist denn das? Der Lindl. Der Michi Lindl ist richtig. Und wo hat der Michi Lindl in der Steiermark gespielt? Ja, bei Sturm, was ich weiß. Oder Kapfenberg einmal. GRK. Ja, genau. Weil das war Vereine, oder in der Steiermark gespielt. Sturm vergessen wir, das war nicht so. Aber du hast die zwei Thermenkarten, der Therme Aqualux Fonsdorf. Aber weil du einmal falsch gegangen bist, habe ich noch eine Frage. Wer ist ein Trainer in Wolfsberg? Feldhofer. Korrekt. Hast du die zwei Thermenkarten? Gratulation. Dankeschön, sehr lieb. Danke. So, jetzt geht's auf zur zweiten Spielhälfte. Der erste Angriff nach der Pause geht an Leon. Bruck da mit einer Freistoßmöglichkeit, die Heimischen können da abblocken. Die Gäste müssen nun zulegen, brauchen den Anschluss. Aber darauf folgend führt ein Appelfehler zum 3:0 für die Leoner. Domic, der Torschütze, da hat er sich nicht schwer getan. Dann gibt's einen Bruck-Elfmeter. Naja.
Wohlmut tritt an und scheitert an Petzkovic. Wohlmut kann's nicht fassen. Da hat's ordentlich gekracht. Die Brucker beweisen Moral und der Lohn ein Cricket-Tor zum 1:3. Ein super Tor. Geht da noch was? Bruck nun gut drinnen im Spiel. Härtemäßig wird auch ein Schäuferl zugelegt. Scharifi da, ein Leistungsträger der Leona, trifft da das Außennetz. Weiter geht's bei Bruck mit einem Schabani-Freistoß. Petzkovic pariert, ist auf dem Posten. Bruck gibt sich noch nicht geschlagen, könnte mit einem Tor noch ins Spiel kommen und was bewirken. Nach Eckball trifft Olli Wohlmuth zum 2:3 für die Brucker. Schönes Tor, ein kräftiger Kopfstoß in der 88. Spielminute. Aber Scharifi macht für die Brucker alles zunichte, trifft in der Nachspielzeit zum 4:2 für die Leona. Drei Runden wären im Herbst noch zu spielen, aber Corona hat da nicht mitgespielt. Die Stimmen zum Spiel? Ja, der TSV-Leon-Trainer Markus Revanek natürlich heute überglücklich über diesen wichtigen Derby-Sieg. Ja, es war wirklich eine mannschaftlich sehr gute Leistung. Wir sind überglücklich, dass es endlich geklappt hat. Es war unser erster Heimsieg 2020 und die Mannschaft hat sich das wirklich verdient. Aber man muss sagen, zuletzt ist es noch eng geworden. Die Brucker sind aufgekommen, haben auch einen Öfer verschossen, haben ein paar schöne Chancen gehabt, speziell erste Halbzeit. Also für die Brucker war das natürlich ein bisschen eine bittere Pille heute. Ja, das stimmt schon. Der Spielverlauf war diesmal zugunsten für uns. Also wir haben die Tore gemacht, sie haben leider die Tore nicht gemacht oder für uns zum Glück die Tore nicht gemacht. Und wir nehmen das dankend natürlich an und sind wirklich froh, dass wir den ersten Heimsieg feiern haben können. Und einer der Matchwinner bei Leon war ja natürlich der Naim Scharifi mit seinen tollen Toren mit den zwei. Ja genau, der Naim hat jetzt wirklich einmal gezeigt, was er drauf hat. Er passt super in die Mannschaft rein, dass er Qualität hat, das wissen wir eh alle. Und er ist wirklich ein wichtiger Teil für unsere Mannschaft. Ja, jetzt kommt die Corona-Pause. Es war mit der Herbstmeisterschaft. Drei Runden wären noch zum Spielen gewesen, ist natürlich schade. Ja, das ist sehr schade, weil wir wirklich eine gute Mannschaft haben und wir wirklich mit Freude zum Training gehen. Aber natürlich durch die Corona-Situation ist es verständlich, dass die Regierung jetzt den Sport als erstes zudreht. Weil mit diesen hohen Zahlen Infektionen, da ist was Wichtigeres, das ist die Gesundheit und nicht der Sport. Ja, natürlich traurig, der Olli Wohlmuth, er ist ja der Goalgetter, der Brucker, hat wirklich wieder ein schönes Tor geschossen mit dem Kopf. Aber schlussendlich diese Derby-Niederlage, die hat man nicht einplant. Nein, auf keinen Fall, eine Derby-Niederlage tut immer doppelt weh. Es wäre natürlich schön gewesen, da herum noch zum Abschluss, bevor es jetzt da scheinbar vorbei ist, drei Punkte mitzunehmen. Ja, es zieht sich bei uns durch die ganze Saison wie ein roter Faden. Wir spielen nicht schlecht, aber wir kriegen einfache Tore, schnelle Tore und ja, dann ist irgendwann das Selbstvertrauen auch nicht mehr da, dass man weiter nach vorne spielt. Ihr habt immer ein bisschen Salat da, ihr habt auch schöne Chancen gehabt, etliche, dann habt ihr einen Öfer verschossen und wo es bitter war, ein paar blöde Tore gekriegt. Ja, ich glaube, ich allein hätte heute drei Tore machen können, wie du gesagt hast, mit dem verschossenen Elfer in der ersten Halbzeit schon an. Gott sei Dank hat es dann noch geklappt zum Schluss, dass wir noch mal drankommen sind. Aber ja, wieder vier Gegentore gekriegt. Ich glaube, über 30 Gegentore in 11 Spiele oder 12 Spiele, was jetzt waren, ist natürlich viel zu viel. Wir hoffen natürlich auf ein gutes Frühjahr. Wir hoffen auf ein gutes Frühjahr, so ist es. Ich hoffe, dass wir ein paar Spiele noch machen können. Wir werden sehen.